Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es mal wieder eine Buchrezension von mir. Und zwar möchte ich gern über das Buch von Susanne Kirsley Im Land des Feuervogels sprechen. Er ist jetzt am 13. August diesen Jahres erschienen, hat 527 Seiten und kommt aus dem Piper Verlag. Im Handel kostet dieses Buch 10,99 €. Ich möchte euch wie immer als erstes den Klappentext vorlesen. Liebe und Verlust, Mut und bittere Rache. Galeristin Nicola Martel besitzt eine besondere Gabe. Sobald sie einen Gegenstand berührt, sieht sie dessen früheren Besitzer. Als eine Unbekannte ihr eine Holzskulptur anvertraut, erkennen sie, dass es sich um einen Feuervogel aus der Welt der russischen Märchen handelt und einst Zarin Katharina gehörte. Ihre Nachforschungen fördern eine lang vergessene Geschichte zutage von verzweifelter Liebe, von Mut und von bitterer Rache. Ja, in diesem Buch geht es also um Nicola. Nicola betreibt mit einem Freund zusammen eine Galerie und die beiden sind natürlich immer auf der Suche nach neuen, interessanten, antiken Dingen. Eines Tages kommt eine Frau in die Galerie und meint, etwas sehr Kostbares zu besitzen. Sie überreicht Nicola eine Skulptur, die einen Feuervogel darstellt. Was die Besucherin nicht weiß, ist, dass Nicola eben die Fähigkeiten hat, sobald sie einen Gegenstand in die Hand nimmt, sieht sie die Menschen, der diesen Gegenstand vorher gehörten. Als sie nun diese Skulptur in die Hand nimmt, wird sie zurückversetzt vor 300 Jahren und steht zwei Frauen gegenüber. Die eine scheint die Zarin Katharina zu sein, die andere Dame wird Anna genannt. Sie sieht, wie die Dame Anna diesen Feuervogel gibt und wird dann aber wieder zurück in das Heute gezogen. Sie gibt den Feuervogel zurück und erzählt sowohl ihrem Kollegen Sebastian als auch dieser Frau nicht, was sie in Wirklichkeit gesehen hat. Ganz im Gegenteil, sie behaupten sogar, es ist nicht erwiesen, dass dieser Feuervogel wirklich früher mal dieser Zarin Katharina gehört haben soll. Die Frau geht nach Hause und Nicola lässt die ganze Geschichte aber nicht los. Und da sie sowieso nach Russland zu einer Recherche muss, nimmt sie sich vor, doch da ein bisschen mehr nachzuschauen, ob dieser Feuervogel wirklich nach Russland gehört. Sie nimmt wieder Kontakt zu Rob auf. Rob war ein früherer Mitschüler, ein Begleiter. Sie hat mal einen Kurs belegt für hellseherische Kräfte und da war Rob unter anderem auch dabei. Sie hatten wohl auch eine kleine Affäre, aber Nicola ist plötzlich verschwunden und Rob hat überhaupt nicht gewusst, was es ist, was los ist, was passiert ist. Trotzdem wird er oder ja, möchte er Nicola, als sie ihm die Geschichte erzählt, gerne bei der Recherche helfen. Die beiden gehen also nach Russland und beginnen zu recherchieren, wo der Feuervogel herkommt, ob wirklich Zarin Katharina diesen Feuervogel einst besessen hat. Mehr verrate ich euch jetzt nicht. Mir hat der Roman sehr gut gefallen, weil man auch wieder in zwei Zeitepochen quasi liest. Die eine Epoche erlebt man Nicola in der heutigen Zeit zusammen mit eben Rob, wie sie in Russland die einzelnen Stellen aufsuchen. Und dann wird man durch den Blick von den beiden, weil die eben diese hellseherische Fähigkeiten haben, 300 Jahre zurückversetzt in der Zeit, wo die Zarin Katharina lebte und wo Anna lebte. Und das ganze Buch sehr interessant gemacht. Es hat mir also sehr, sehr gut gefallen, immer so hin und her zu schwenken.
Wobei oft auch über die damaligen Kriegsgeschichten in Russland viel berichtet wird, was meines Erachtens mit der Geschichte im eigentlichen Sinne nicht sehr viel zu tun hat. Und die Passagen waren für mich auch eher ja, sehr langgezogen und uninteressant. Dann kamen aber wieder Stellen, wo man speziell wegen dem Feuervogel, wobei ich sagen muss, dass der Feuervogel, warum das Buch so benannt worden ist, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht so eine wichtige und permanente Rolle in diesem Buch spielt. Das hat mich eigentlich ein bisschen enttäuscht und wie gesagt, diese ganze Kriegsgeschichte und alles, das fand ich ja eher langweilig. Der Roman fand ich trotzdem interessant. Ich habe ihn gerne gelesen. Und wenn ihr mit so Kriegsgeschichten, wenn euch das interessiert, und dann ist das Buch auf jeden Fall ein ganz tolles Zeitreisebuch, was ich euch empfehlen kann. Von mir hat dieses Buch 3 von 5 Sterne bekommen. Der Grund, diese ganzen Kriegsgeschichten, diese Kriegsschauplätze und so weiter. Wie gesagt, das hat mir nicht so gut gefallen. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.